Das Schiffshorn der Hertha soll Sie aufmerksam machen auf Interessantes, Wissenswertes, Altes und Neues über unser Schiff. 14. Dezember 2017. Dieser Donnerstag wird zweifelsohne in den Geschichtsbüchern von Hertha BSC seinen Platz finden. Denn am Morgen ging es los aus Wustermark Richtung Berlin mit der Hertha. Unter den Klängen des alten Hertha-Liedes fuhr unser Schiff in den Hafen in Rummelsburg ein. Ein sichtlich erleichterter Ingmar Piering. Wir haben jetzt alles geschafft, was wir schaffen wollten. Im Jubiläumsjahr die Hertha nach Hause gebracht. Sie ist in Berlin, sie ist auf eigenem Kiel nach Berlin gekommen, so wie wir gedacht haben. Mit Sensationszeit. Ich möchte mich bei allen wirklich nochmal in dem Zusammenhang richtig entschuldigen, die sich irgendwo verabredet haben oder an Brücken gewartet haben. Aber wir mussten Gas geben. Die Schifffahrtspolizei hat nicht ohne Grund gedrängelt. Wir sollten so früh wie möglich ankommen, um den Sondertransport zu verkürzen. Alle, die jetzt vergeblich gewartet haben, es tut mir in der Seele weh. Wir haben uns ja auch gefreut über jeden, der gewunken hat. Hat uns ja auch gut getan. Aber ich bin jetzt erstmal restlos erleichtert, glücklich, zufrieden. Und sie ist gelaufen wie eine Eins. Auch wenn sie am Ende lief wie ein Bienchen, am Anfang gab es doch das eine oder andere Problem. Sie fuhr später los. Ingmar Piering zu den Hintergründen. Tatsächlich sind wir dann erst kurz nach 8 losgekommen, weil wie üblich unsere Backbordmaschine wieder Stress gemacht hat und nicht anspringen wollte, aber sie hat dann brav ihren Dienst getan und dann sind wir wirklich in Rekordgeschwindigkeit hierher. Geplant war ja eigentlich 15 Uhr, wir sind aber schon kurz nach 1 da gewesen. 1:15, 1:20. Mit dem Wetter, das hat zum Glück über die Fahrt super mitgespielt. Was war das für ein Gefühl, Ingmar? Tatsächlich, ihr wart ja relativ wenig auf dem Schiff. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war auf der Fahrt sensationell. Es war wie eine Urlaubsfahrt. Wir haben zwischendurch Sonne noch gehabt. Wir haben in offener Jacke vorne gesessen. Ich habe manchmal mich selbst gezwickt, um zu fragen, ist das jetzt echt wahr, dass das auch noch wenigstens belohnt wird mit so einer coolen Fahrt. Und ja, es war super Stimmung drauf. Die beiden Kapitäne haben hervorragende Arbeit gemacht. Also das sieht man nicht jeden Tag, wie die beiden da mit Volker Racho in die Schleuse rein. Perfekt aufgestoppt, mit einer Handbreit vorne und hinten Abstand von der Keimer. Ja, das muss man erstmal machen. Also das war ganz großes Kompliment an die beiden Jungs von der Reederei Lütticke, die da gefahren sind. Der Chef persönlich, also ganz großes Kino. Großes Kino, nicht nur für Ingmar Piering. Für alle Beteiligten war das ein sehr hoch emotionaler Tag und es gab sehr hoch emotionale Momente. Vor allen Dingen für den alten Kapitän Johannes Beer, der mit unserer Hertha 6 Jahre über den Klemkosee gefahren ist und der leider im zurückliegenden Jahr einen Schlaganfall erlitt. Umso schöner, dass er dabei war. Es gab den bewegenden Moment für Johannes. Naja, eigentlich habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich überhaupt mitfahren konnte. Johannes Beer, der alte Kapitän unserer Hertha, wünschen wir ihm von dieser Stelle alles Gute. Nach knapp 130 Jahren ist unsere Hertha an die Stelle zurückgekehrt, an der sie zusammengebastelt wurde. Christian Wolter. Naja, zusammengebastelt nicht ganz, sie kommt ja aus Stettin, aber man kann sagen, auf jeden Fall wurde sie ja hier mehrfach umgebaut und von daher betrifft der Begriff Bastel schon zu. Vor allen Dingen wäre sie hier beinahe verschrottet worden, ne? Ja, Gott sei Dank ist das nicht passiert, das haben wir ja dem Herrn Dendler zu verdanken und an der Stelle nochmal Respekt, was er in der Zeit, in der Mangelwirtschaft in der DDR aus diesem Schiff gemacht hat und er hat es ja so gut präpariert, dass es auch bis heute hierher gefahren ist, also da muss man schon sagen, das hat er gut gemacht. Lass uns auch natürlich über die Reederei Riedel sprechen, die unsere Hertha zunächst erstmal wirklich eine Heimat gibt. Ja, also ich muss sagen, Reederei Riedel war ein Glücksgriff, dass wir diesen Kontakt bekamen. Es war mehr als Zufall, aber die Familie Freise sind wirklich so nette Leute, haben uns super geholfen, haben uns so freundlich aufgenommen, wenn man das transparent heute gesehen hat. Reederei Riedel grüßt den Hertha-Dampfer. Also das ist schon mehr, als man erwartet hat und sie haben uns auch auf dem Nebenschiff auf der Köpenick heute bewirtet. Also ich muss sagen,
Chapeau, super, vielen, vielen Dank an die Reederei. Und ich glaube, da haben wir einen Partner an der Seite mit dem Hertha-Schiff, den wir uns auch halten, pflegen sollten und der auch zu uns passt. Christian Wolter hat sie gerade angesprochen, die Reederei Riedel. Die wurde von Heinz und Margarete 1971 in Kreuzberg gegründet. Der Geschäftsführer Lutz Freise. Ja, 71 war das Gründungsjahr durch Heinz und Margarete Riedel. Wir als Familie Freise haben das Unternehmen dann 1996 von den Erben gekauft und es seitdem fortgeführt. Ich denke, ja, sehr erfolgreich, bedingt natürlich durch die vielen Berliner, die es schätzen, auch die eigene Stadt vom Wasser aus zu erkunden, aber auch durch die vielen Berlin-Besucher, die wir natürlich, denen wir täglich die Stadt vom Wasser aus zeigen. Und ja, 2012, vorher gab sich die Gelegenheit, hier in Oberschöneweide ein Grundstück zu kaufen. Hier haben wir unseren Hafen eingegraben ins Land und haben seitdem hier unseren Standort mit unserem gesamten Netzwerk. Also hier ist die Warenlogistik, hier ist die Verwaltung, hier ist unsere Schiffstechnik, die Elektrowerkstatt und hier haben wir Platz in einem 11.000 Quadratmeter großen Hafenbecken, wo die gesamte Flotte im Winter unterkommt und gerade in den Wintertagen sicher verwahrt werden kann. Lutz Freise von der Reederei Riedel. Nun liegt sie nun im Hafen in Rummelsburg. Wird in den nächsten Monaten im Winter überhaupt etwas passieren? Christian Wolter. Wir werden jetzt erstmal das Boot winterfest machen, also den Kühlkreislauf leeren, Frostschutz reinmachen und dann geht es im Januar los mit den diversen Inspektionen, dass wir dann erstmal einen Mängelkatalog erstellen, was wir machen müssen, technisch gesehen. Und dann werden wir uns zusammensetzen, wie wir es optisch gestalten. Es gibt der Bestandsschutz, es gibt der Neubau. Das müssen wir sorgfältig abwägen, auf jeden Fall, dass wir dann die Zulassung, die wir schon haben, nicht verlieren. Christian Wolter blickt optimistisch in die Zukunft. Genauso wie Lutz Freise, der Geschäftsführer der Reederei Riedel. Ich glaube, es geht jetzt erst wunderbar los, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ich denke, so sehen das auch viele unserer Mitarbeiter, weil wir sind ein traditionelles Berliner Unternehmen. Und da ist natürlich eine Verbundenheit zu dem Traditionsverein hier in Berlin durchaus gegeben. Und ich wünsche den Aktionären und den Eignern erstmal viel Erfolg, viel Glück jetzt auch bei den Gesprächen mit den Untersuchungskommissionen und wir werden auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen und ja, unsere Hilfestellung leisten da, wo es möglich ist. Ein, wie ich meine, tolles Angebot von Lutz Freise von der Reederei Riedel. Und alle singen nur nach Hause. Nur nach Hause, nur nach Hause. Wir haben schon im Hintergrund gehört, es gab auch eine Überraschung für die wenigen Gäste, die unsere Hertha am Donnerstag, den 14. Dezember, empfangen haben. Sherman Noir sang gemeinsam mit Frank Zander. Nur nach Hause, nur nach Hause, geh mir nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause. Sherman, der 14. Dezember, du und ich und Hertha BSC und unsere Hertha. Ein besonderer Tag auch für dich heute? Absolut, das Schiff ist jetzt hier und ich habe mich riesig gefreut, auch eingeladen worden zu sein und habe mich riesig gefreut, auch mit Frank Zander die ganze Sache hier abzufeiern. Wir haben Medley übrigens gemacht von, wir hatten du und ich und Hertha BSC und nur nach Hause gemixt, um einfach auch zu zeigen, wir haben überhaupt kein Konkurrenzdenken, wir lieben uns beide, wir lieben unsere Hertha und war einfach schön, total schön. Ich bin stolz auf Christian Wolter und das ganze Team, was wir erreicht haben, dass unser Gründungschef wieder in Berlin ist, macht mich total glücklich. Nach Sherman Noir hören wir auch kurz Frank Zander. Ich habe immer auf das Schiff gewartet, weil ich bin nun mal jemand, der auch gerne auf so einem Boot ist, sein Bier da trinkt und sich Berlin eben vom Wasser ansehen will. Und jetzt ist es da. Endlich ist es da. So.
Also durchhalten heißt es. Nein, ich traue nicht. Und jetzt wird man auch sehen, dass viele in Verbindung mit dem Hertha-Boot stehen. Nicht? Man vorher so, ey, wo ist denn das jetzt, das Hertha-Boot? Jetzt hängt das wieder fest. Und nein, es ist hier. Und ich bin bei dem Scheißwetter, bin ich jetzt froh, trotzdem dabei zu sein. Mich trägt die Sehnsucht vor in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Ein Tag voller Emotionen, ein Tag, der in Erinnerung bleiben wird. Die Heimkehr unseres Schiffes, der Hertha. Vorbei sein, nur ein Romanstunden der Liebe bleibt noch an Land.